Hallöchen ihr Lieben, willkommen zum neuen Video. Es soll heute um das Thema Muskelaufbau gehen. Ich selbst habe mal eine Muskelaufbauphase gemacht, die ging über mehrere Monate und ich bekomme immer wieder Fragen dazu. Deswegen dachte ich mir, ich beantworte die heute jetzt mal in einem Video. Zum einen werde ich ganz oft gefragt, wie hoch sollte der Überschuss sein? Wie sollte generell die Ernährung aussehen? Gibt es gewisse Lebensmittel, die da besonders empfehlenswert sind? Also alles rund um das Thema Ernährung beim Muskelaufbau. Dann natürlich auch Training, welche Übungen, wie oft sollte man trainieren, was sollte man hier beachten. Und zuletzt ist auch das Mindset so ein Baustein, den ich heute im Video ein bisschen ansprechen möchte. Denn was bei ganz, ganz vielen Mädels der Fall ist, ist, dass sie ein bisschen Angst davor haben zuzunehmen. Angst vor dem Kalorienüberschuss haben, Angst vor der körperlichen Veränderung. Und genau darum soll es im heutigen Video gehen. Ich starte mal mit dem Thema Training. Was sollte man beim Training beachten und was sind da so meine Erfahrungen oder Tipps? Wichtig ist zum einen, dass du einen für dich richtigen Trainingsplan hast. Also der dich motiviert, der dich an dein Ziel bringen kann und der dir halt wirklich Spaß macht, sodass du dran bleibst. Und dieser Trainingsplan sollte natürlich auf deine Ziele abgestimmt sein und da kann es wirklich sinnvoll sein, das mit jemandem zu machen, also mit einem guten Trainer, der da einfach Wissen und Erfahrungen mitbringt und dir dabei beim Erstellen von diesem Plan helfen kann. Den Fokus solltest du auf die Grundübungen legen, also das ist auch so meine Erfahrung. Ich habe mich wirklich auf die Grundübungen wie Squats, Kreuzheben, Ausfallschritte, Hip Thrust, Bankdrücken, Rudern konzentriert und gerade da sollte man dann eben sich auch darauf konzentrieren, da Fortschritte zu erzielen, also da Progression zu erzielen und das kann sein durch Gewichtssteigerung, also dass du das Gewicht der einzelnen Übungen erhöhst, durch eine Erhöhung der Satzzahl oder auch durch eine Erhöhung der Wiederholungszahl. Also diese drei Möglichkeiten gibt es, um Progression zu erzielen. Und was aber auch ganz, ganz wichtig ist, generell beim Training und vor allem bei diesen komplexen Grundübungen, dass du dich auf die Technik fokussierst. Also dass die Technik wirklich stimmt. Bevor du da irgendwie mehr Gewicht drauf packst, muss das wirklich erstmal gegeben sein. Auch da wiederum gibt es einige gute Trainer, die dir da helfen können oder auch sehr, sehr viel kostenlose Infos hier im Internet. Also hier bei YouTube gibt es ja auch jede Menge Kanäle, die da richtig guten Content liefern und wirklich dir genau erklären, worauf du bei den einzelnen Übungen achten musst. Und damit kommen wir zum Punkt Ernährung. Ich denke, dass einige von euch wissen, wenn man Muskeln aufbauen möchte, ist es sinnvoll, in einem Kalorienüberschuss zu sein. Das heißt, mehr zu essen, als du verbrauchst, weil der Körper dann diese überschüssige Energie sozusagen dafür verwenden kann, das in die Muskelmasse umzuwandeln. Vorausgesetzt natürlich, dass Training stimmt und Progression ist eben vorhanden beim Training. Es ist jetzt so, also ich kriege oft die Frage, muss man denn unbedingt in einem Überschuss sein? Kann man denn nicht auch mit Erhaltungskalorien oder so Muskeln aufbauen? Es gibt zwei Gruppen von Menschen, grob gesagt, bei denen es möglich ist, dass sie gleichzeitig Fett abbauen und Muskeln aufbauen. Das sind zum einen Trainingsanfänger und zum anderen übergewichtige Personen. Wenn jetzt natürlich übergewichtige Personen anfangen zu trainieren, dann ist das so der Optimalfall. Also da ist es wirklich bis zu einem gewissen Grad möglich, dass diese Personen gleichzeitig Fett verlieren und gleichzeitig Muskelmasse aufbauen. Wenn man jetzt aber fortgeschrittener ist und gerade wenn man halt wirklich schon so bestimmte Ziele hat, wenn man schon länger trainiert, dann ist es einfach sinnvoller, das Ganze zu trennen. Also nicht umsonst machen die ganzen Bodybuilder diese Aufbauphasen und diese Definitionsphasen, wo sie dann eben immer entweder sich auf den Muskelaufbau konzentrieren oder auf den Fettabbau, um eben die vorhandene Muskelmasse besser sichtbar zu machen. Es macht schon wirklich Sinn und führt einen schneller ans Ziel, wenn man da dann einen Überschuss fährt, wenn man Muskeln aufbauen möchte. Und dieser Überschuss muss ja auch nicht unbedingt riesengroß sein, weil ich verstehe euch vollkommen, dass ihr ein bisschen Angst davor habt. Ich selber hatte das auch. Das hat mich auch lange daran gehindert, aber irgendwann habe ich dann den Entschluss gefasst und habe gesagt, hey, Laura, du willst ein bisschen mehr Po aufbauen, dann musst du jetzt auch mehr essen. Dann musst du auch irgendwie was in den Körper investieren, um dann auch mehr rauszubekommen am Ende. Und deswegen habe ich mich dann eben dazu entschlossen, einen Kalorienüberschuss zu fahren. Und es ist so, dass ihr jetzt nicht 400, 500, 600 Kalorien Überschuss sein müsst. Nein, nein, es reicht, wenn ihr 150 oder 100, ihr könnt ja wirklich klein anfangen. So habe ich es auch gemacht, dass ihr euch erstmal herantastet.
Wie kommt der Körper damit zurecht? Wie kommt ihr mental dazu mit zurecht, überhaupt jetzt mehr zu essen, als ihr verbraucht, wenn ihr das davor noch nie gemacht habt, dass ihr wirklich erstmal klein beginnt, 150 Kalorien Überschuss oder 100 oder 200 Kalorien Überschuss, wirklich je nachdem halt auch, wie viel wollt ihr denn aufbauen, dass ihr damit dann einfach startet. Und was die Makronährstoffverteilung angeht, da ist, finde ich, ein guter Orientierungswert beim Thema Protein, so 1,8 bis 2,2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Bei den Fetten mindestens 1 Gramm, also generell sage ich immer mindestens 1 Gramm. Und wenn ihr dann eh im Überschuss esst, dann könnt ihr auch 1 bis 2 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht essen. Bei Fetten ist es eher so, dass die Qualität entscheidend ist und gar nicht die Quantität. Aber das ist eigentlich generell bei allem so. Genau, und den Rest dann einfach Kohlenhydrate. Also ich würde das auch immer so aufteilen, wie ihr euch halt wohlfühlt. Aber das sind so ungefähr die Maßstäbe und Kohlenhydrate. Nur weil ich da jetzt keine gewisse Zahl gesagt habe, auch die sind super wichtig. Also gerade im Aufbau sind natürlich Kohlenhydrate auch sehr wichtig. Und vor allem die komplexen Kohlenhydrate, die liefern euch ja wiederum auch Ballaststoffe. Auch wahnsinnig wichtig für unsere Gesundheit. Und genau. Und ich war ja insgesamt 4 Monate im Überschuss. Also 4 Monate habe ich diese Muskelaufbauphase gemacht, so ungefähr. Ich habe es einfach so lange gemacht, bis ich gesagt habe, jetzt bin ich zufrieden, jetzt reicht es erstmal, jetzt möchte ich nicht weiter zunehmen. Und ich sage euch, am Anfang ist es am schwierigsten, mit diesem Überschuss klarzukommen. Dieses bewusste, ich esse mehr und es wird sich mehr Fett an meinem Körper ansammeln, weil es lässt sich nicht vermeiden, dass ihr auch Fett zunehmt, was aber auch überhaupt nicht schlimm ist. Also bei mir zum Beispiel war es sogar sehr, sehr gut. Also es war zum einen gut für meine Gesundheit, dass ich etwas mehr Körperfettanteil danach hatte und es hat mir auch einfach viel, viel besser gefallen. Und deswegen, zum einen, ich kann euch vollkommen verstehen, weil ich selbst diese Erfahrung gemacht habe, diese Angst einfach davor, die Kontrolle jetzt nicht abzugeben, weil an sich nehmt ihr ja kontrolliert zu. Also ihr könnt das Ganze ja steuern. Es ist ja nicht so, dass ihr auf einmal täglich da euch Unmengen an Kalorien reinhaut, sondern ihr esst ja bewusst einfach so und so eine Menge mehr, um dann das Ganze in den Po oder wo auch immer ihr aufbauen möchtet zu investieren. Und ich habe am Anfang eben auch diese Angst gehabt, aber relativ schnell hat mir das so Spaß gemacht. Ich habe mir tatsächlich auch bei fast allem, was ich gegessen habe, so direkt gedacht, wohin das jetzt gehen soll. Also wenn ich zum Beispiel im Training war und ich hatte ein richtig gutes Beintraining, habe noch richtig gut den Po zum Brennen gebracht, dann habe ich mir danach gedacht, auch wenn es irgendwie danach eine Pizza gab oder so, das geht jetzt direkt in meinen Po. Also ich habe da die Booty-Mind-Connection versucht, sehr zu stärken. Und irgendwann hat mir das einfach total Spaß gemacht, weil ich habe auch gesehen, wie kann man den Körper denn überhaupt formen und wie positiv verändert sich das Ganze. Also diese Veränderung durch die Zunahme, die muss ja nicht negativ sein, sondern im Gegenteil, die ist positiv. Und zwar zum einen, was euer Erscheinungsbild angeht, aber natürlich auch die Leistung im Training. Die wird sich verbessern, ihr werdet mehr Kraft haben. Und generell auch, wenn ihr zum Beispiel vor allem aus dem Untergewicht kommt, wobei das muss man natürlich auch nochmal separat sehen, wie sehr ist man im Untergewicht und macht es dann überhaupt Sinn, direkt mit Muskelaufbau zu starten oder sollte man vielleicht einfach erstmal ohne Sport zunehmen. Also da muss man wirklich unterscheiden, deswegen möchte ich das jetzt gar nicht verallgemeinern, aber auch so das Thema Haarwachstum, Hautprobleme, das hat natürlich auch alles damit zu tun, wenn sich das verändert, wenn man zum Beispiel dem Körper wieder mehr Energie, mehr Nährstoffe gegeben hat. Wie und wo sich irgendwie dann Fett ansammelt, das ist super individuell. Da hängt auch die Genetik sehr stark mit zusammen. Also ich muss sagen, ich hatte vor der Muskelaufbauphase eben einen sehr definierten Körper, sehr niedrigen Körperfettanteil und hatte trotz dieser 7-8 Kilo, die ich dazu genommen habe, danach auch immer noch sichtbare Muskeln, ein sichtbares Sixpack, was zum einen mit der Genetik zu tun hat und zum anderen aber auch, dass ich davor einfach wirklich viel zu dünn war. Und deswegen vergleicht euch da auch nicht und macht das Ganze einfach so, wie ihr euch wohlfühlt. Ihr könnt ja selber bestimmen, wie sehr seid ihr im Überschuss, wie lange macht ihr den Überschuss. Aber wichtig ist, wenn ihr wirklich was verändern wollt, wenn ihr was erreichen wollt, dann müsst ihr es machen. Nicht nach 3 Tagen schon wieder abbrechen, sondern wirklich eine gewisse Zeit durchhalten. Und ihr werdet merken, nach ein paar Tagen, dass euch das gefallen wird. Ich bin mir da sicher, dass sich das positiv auf euch auswirken wird. Deswegen auch einfach mal auf die positiven Dinge fokussieren und nicht diese Angst vor diesen Kalorien da zu sehr im Fokus stehen lassen.
Und dann kommen wir jetzt noch zu einem anderen Punkt, was das Thema Ernährung betrifft. Und zwar ist das das Timing. Wann macht welche Mahlzeit oder welcher Makronährstoff oder welches Lebensmittel Sinn? Und hier ist wichtig, dass ihr euch da nicht im Detail verrennt. Also, dass ihr euch da nicht völlig verrückt macht. Denn wie immer zählt primär das große Ganze, also die Gesamtzufuhr über den Tag. Sowohl bei den Kalorien als auch bei den Makronährstoffen. Wenn ihr es aber hinbekommt, wenn ihr es mit eurem Alltag vereinbaren könnt, wenn ihr euch damit auch wohlfühlt, dann ist es natürlich optimal, wenn ihr gerade um das Training herum Kohlenhydrate und Proteine verteilt. Kohlenhydrate zum einen sind deswegen wichtig beim Training, weil unsere Glykogenspeicher nach dem Training geleert sind und wir sie dann wieder auffüllen. Dann sind Kohlenhydrate ja so die Energiequelle Nummer 1, also unsere schnellste Energiequelle. Und der Insulinspiegel wird erhöht, was eben den Muskelabbau nach dem Training so ein bisschen verringern soll. Dann Protein. Warum ist Protein nach dem Training wichtig? Protein ist ja so unser Baustoff, also von daher essentiell für den Muskelaufbau. Und zum anderen ist es so, dass wir während dem Training anabol sind. Und um dann eben diesem Proteinabbau nach dem Training entgegenzuwirken, ist es wichtig, die Proteinsynthese dann wieder anzukurbeln. Und deswegen macht es eben Sinn, Kohlenhydrate und Protein so um das Training herum zu verteilen. Wann genau man dann vor dem Training ist, das ist natürlich auch wieder ein bisschen individuell, wie man es halt verträgt und wie man sagt, so beeinflusst es nicht im Negativen meine Leistung. Also ich zum Beispiel brauche schon Minimum 1,5 bis 2 Stunden vor dem Training meine Mahlzeit, weil sonst kann ich einfach nicht so gut trainieren, sonst wird mir auch vielleicht schlecht, gerade wenn ich Beine trainieren würde oder so. Deswegen 1-2 Stunden vor dem Training Kohlenhydrate und Protein. Und das kann was ganz Einfaches sein, zum Beispiel ein Porridge mit ein bisschen Proteinpulver und ein bisschen Obst und noch ein paar gesunden Fettquellen. Gar nicht so viel, weil Fett halt einfach viel, viel länger verdaut werden muss. Grundsätzlich ist es wichtig, dass ihr auf die gesunden Fette und eben eine ausreichend hohe Fettzufuhr achtet. Aber direkt vor dem Training würde ich halt einfach es nicht übertreiben oder sie vielleicht auch erstmal weglassen. Genau, es kann ein Porridge sein oder es können auch einfach schnell ein paar Reiswaffeln, Maiswaffeln sein mit ein bisschen Nussmus und Banane oder vielleicht noch ein Shake dazu. Das können so ganz simple Sachen sein. Und nach dem Training auch hier dann wieder Protein, Kohlenhydrate und natürlich auch einen gewissen Anteil Fette. Also generell bin ich ja immer so der Fan, einfach eine ausgewogene Mahlzeit zu sich zu nehmen, die einen mit allen Nährstoffen versorgt, aber gerade vor dem Training halt darauf achten, dass es dann nicht eure Leistung beeinflusst. Und nach dem Training, das kann dann eben auch eine ganz normale Mahlzeit sein, wie zum Beispiel Reis mit Curry oder ein selbstgemachtes Proteinnaan mit Gemüsecurry, Nudeln mit einer leckeren Soße und einer Proteinquelle und Gemüse. Also einfach eine ausgewogene Mahlzeit, die dann euren Körper wieder stärkt, nachdem ihr im Training eben alles gegeben habt. Wenn es schnell gehen soll, dann kann das auch einfach ein Shake sein, um aus Haferflocken, Proteinpulver, Beeren, was auch immer. Also so ein schneller Smoothie oder Shake, wenn ihr da so ein Gerät habt, dann einfach ab in den Mixer und genießen. Genau, das sind eigentlich so ein paar Sachen, was man gut als Pre-Workout und Post-Workout-Meal zu sich nehmen kann. Und meine ganzen verschiedenen Toppings für mein Porridge oder auch meine sonstigen Frühstücksrezepte oder auch Snacks habe ich übrigens fast alle von Koro. Da gibt es einfach eine riesen Auswahl und wie immer könnt ihr euch dort auch 5% auf alles sparen mit meinem Code LauraFit. Und nun kommen wir zum letzten Punkt, der auch super wichtig ist beim Thema Muskelaufbau. Und zwar ist das die Regeneration. Achtet auf euch, gönnt euch auch mal Pausentage. Das ist absolut notwendig. Also mehr ist nicht unbedingt besser, sondern ganz im Gegenteil. Oftmals ist weniger mehr. Natürlich ist es wichtig, dass ihr regelmäßig und ausreichend trainiert und den Muskel immer wieder einen Reiz setzt. Aber der braucht auch einfach mal Zeit zu regenerieren. Und da ist es auch ganz, ganz wichtig, dass ihr auf ausreichend Schlaf achtet, auf guten Schlaf und Stress einfach so gut es geht reduziert und Methoden findet, wie ihr eben gut mit dem Stress umgehen könnt, wie ihr entspannen könnt. Und das ist natürlich auch unabhängig vom Ziel, Muskel aufzubauen, immer wichtig. Also genauso auch, wenn ihr eine Diät macht oder generell, wenn ihr einfach euch ausgewogen und gesund ernähren möchtet, ist es immer wichtig, auf das Schlafpensum zu achten, auf das Sportpensum zu achten und generell auf sich selbst zu achten.
Genau, das waren jetzt so in Kürze ein paar meiner Tipps und Erfahrungen, was das Thema Muskelaufbau betrifft. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt sie sehr, sehr gerne mal in die Kommentare. Generell, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da und abonniert meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungsglocke, um keines der Videos mehr zu verpassen. Wenn euch zum Beispiel das Thema Supplements beim Muskelaufbau noch ein bisschen mehr interessiert, schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen.